Ladies and gentlemen, please welcome the president of Bugatti Automobiles, Wolfgang Dürheimer. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen zur Weltpremiere des Bugatti Grand Sport Vitesse. Wie Sie wissen, geben wir uns bei Bugatti nicht zufrieden mit durchschnittlichen Leistungen. Wir streben permanent, die Grenze des technischen Machbaren noch ein Stückchen höher zu schieben. Und genau bei dieser Aktivität ist nun eines entstanden, der schnellste Roadster aller Zeiten. Die technischen Daten führen dazu, dass man leichte Gänsehaut bekommt. 1200 PS Leistung, 1500 Newtonmeter Drehmoment und 410 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit sprechen für sich. Niemals war Offenfahren dynamischer. 2,6 Sekunden von 0 auf 100 und eine Beschleunigung, die einzigartig ist, die alles in Schatten stellt, was wir bisher gesehen haben, ein dynamisches Querfahrpotenzial von 1,4G. Optisch nimmt der Bugatti Grand Sport etwas Anleihen am Supersport und auch von seinen fahrdynamischen Eigenschaften präferiert er. Die Fahrdynamik ist vom Feinsten, das Fahrwerk ist noch feinsinniger abgestimmt und das Einlenkverhalten des Fahrzeugs ist noch präziser. Durch innovative Details, wie beispielsweise diesen großen Sägezahn im Bereich des Windabweisers, erreichen wir einen Innenraum-Akustik-Komfort, wie er in dieser Fahrzeugklasse noch nie dagewesen ist. Das führt dazu, wie ich bei einem Selbstversuch vor 14 Tagen feststellen konnte, dass bis zu Geschwindigkeiten von 359 km pro Stunde Offenfahren möglich ist und sich der Beifahrer erst bei 300 bemerkbar macht, dass es etwas lauter wird. Meine Damen und Herren, der Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, die neue Definition des offenen Fahrens. Vielen Dank. Of open driving. Thank you.